es nicht mehr hören. Ich will nur das Lied noch einmal hören. Nur für eine Minute. Hört auf, das zu sagen. Ich weiß, ich hätte dieser Frau den Götz nicht verkaufen sollen. Es war ein Fehler. Ein Fehler. Bartrand, reiß dich zusammen. Weißt du, wo du bist? Weißt du, was du getan hast? Beric, du wirst mir helfen, nicht wahr, kleiner Bruder? Du wirst mir doch helfen, ihn wiederzufinden. Du warst schon immer der Gute. Dir helfen? Bartrand, du hast mich dem Tod überlassen. Du hast all deine Männer dem Tod überlassen. Und wofür? Für irgendein Schmuckstück? Sieh dich nur an. Sieh nur, was du den Männern und Frauen angetan hast, die dir gedient haben. Wo ist jetzt dein Edelmut, Bruder? Wo ist deine zwergische Ehre? Das alles fühlt sich unnatürlich an. Wenn er kein Zwerg wäre, würde ich sagen, ein Dämon ist dafür verantwortlich. Sein Verstand wurde von etwas Mächtigem vergiftet. Mehr kann ich nicht tun. Und es wird nicht dauerhaft sein. Es tut mir leid. Beric? Ich bin hier. Beric, was habe ich getan? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ach, dass es aufhört, kleiner Bruder. Lass nicht zu, dass das Haus Tethras so zugrunde geht. Ich weiß, ich verdiene es nicht. Aber ich bitte dich, Beric, lass mich nicht so zurück. Mach dem ein Ende. Genug davon. Ich suche dir einen Heiler und du wirst wieder gesund. Ich bezweifle, dass es ihm gut tut, noch länger in diesem Haus zu bleiben. Ich werde jemanden schicken, der ihn abholt. Halte durch, Bruder. Hilfe ist unterwegs. Lasst uns gehen, Hawk. Je früher wir dieses Haus verlassen, desto besser. Braucht ihr irgendetwas, Beric? Etwas zu trinken wäre nicht schlecht. Ich habe das Gefühl, als hätte mich ein Pferd getreten. Ich wünschte fast, unser Blondschopf hätte nicht mit seinen Fingern geschnippt und Bartrands Verstand wiederhergestellt. Mir war es lieber, als ich den Bastard einfach nur umbringen wollte. Sollte ich jemals Zweifel gehabt haben, wer von euch der bessere Bruder ist, sind diese längst verflogen. Ihr habt das Richtige getan. Ich bitte euch, Hawk, das stand doch wohl nie zur Debatte. Immerhin bin ich der Gutaussehende und Unwiderstehliche von uns. Ich werde schon irgendwie mit Bartrand klarkommen. Beim Erbauer, das wird ein noch größerer Spaß als bislang. Ich kann noch immer nicht glauben, was er in diesem Haus getan hat. Es ist eine Sache, dass er uns dem Tod überlassen wollte, aber das... Er hat es nicht aus eigenem Antrieb getan. Das Artefakt aus dem Teig hat seinen Verstand zerstört. Ihr könnt ihn nicht von jeglicher Schuld freisprechen. Er hatte sich entschieden, das verdammte Ding zu stehlen. Er hatte sich selbst zuzuschreiben. Wie auch immer, ich danke euch. Ich sollte nun herausfinden, wer der Käufer dieser verderbten Statue war und ihn warnen. Er muss wissen, was geschehen ist.
Das müsst ihr hören, Hawk. Es gibt da diese Geschichte, die gerade die Runde macht. Die Leute sagen, ihr hättet im Alleingang eine Pirateninvasion zurückgeschlagen, um Mitternacht auf dem geheiligten Boden der Kirche. Und mein atemberaubendes Aussehen wird in diesen Geschichten nicht erwähnt? Oder mein messerscharfer Verstand? Nein, das lassen sie weg und kommen immer direkt zu dem liebenswerten Zwerg mit der prachtvollen Armbrust und dem Herzen aus Gold. Ich versuche ja, sie auf Kurs zu halten, aber ihr wisst ja, wie Geschichten sind. Also, seid einfach nicht allzu überrascht, wenn euch die Leute mit Ehrfurcht begegnen. Wäre es nicht sinnvoller, wenn ihr in all euren Geschichten die Hauptfigur wärt? Es gibt ein Rezept dafür, eine gute Heldin zu sein, Hawk. Es ist wie Alchemie. Eine Prise Bodenständigkeit, eine Prise selbstloser Edelmut, zwei Prisen Wahnsinn und das alles gewürzt mit wilden Erfindungen. Dann lässt man diese Mischung eine Weile lang durch ein gutes Publikum sickern und schon hat man seine Heldin. Und wie viele Tavernen genau haben diese spezielle Geschichte schon gehört? Ich besuche natürlich nur die Besten. Wohin die Geschichte anschließend weitergetragen wird, kann allerdings niemand so genau sagen. Ihr seid wunderschön, tödlich und umgebt euch mit fantastischen Zwergen. Es wäre ein Verbrechen, wenn die Leute nicht über euch reden würden. Trotzdem, ich sollte jetzt wohl lieber aufhören, euch so zu überhöhen, sonst steigt es euch noch zu Kopf. Was haltet ihr von einem Bier, wenn wir schon mal hier sind, Hawk? Ihr habt euren Bruder gefunden. Das habe ich. Völlig unerwartet. Gehe ich recht in der Annahme, dass ihr einander irgendwann einmal freundschaftlich verbunden wart? Ich und Bartrand? Nein, wir waren nur Brüder. Hin und wieder war er nicht völlig unausstehlich. Und dennoch seid ihr an seiner Seite geblieben. Nur schade, dass er das nicht auch getan hat. Wer seid ihr? Ich bin hier, um Sir Conrad zu melden. Ich kenne ihn. Hat er irgendwas gemacht? Oder irgendwas? Moment mal. Geht es euch gut? Ach, es ist nur... Ihr wisst schon. Manchmal ist es etwas schwierig zu denken. Aber ich werde meine Pflicht erfüllen. Lasst es mich wissen, falls ihr etwas... Verdächtiges gesehen habt. Sir Conrad hat ein paar Abtrünnige gefasst. Sie haben ihm Geld angeboten, wenn er sie gehen lässt, und er hat es angenommen. Sir Conrad? Seid ihr euch da sicher? Ich fürchte ja. Das ist ungeheuerlich. Ich muss unverzüglich Meldung machen.